Jo, was geht ab, Leute? Einreist hier und heute gibt's mal ein Ghost Gameplay. Kein Live-Kommentar, sondern ein nachkommentiertes Ghost Gameplay mit einem ziemlich wichtigen Thema, das ich schon länger ansprechen wollte. Also, das ist wichtig. Einfach nur ein ziemlich informatives Thema, um ehrlich zu sein. Ich wollte heute erstmal so ein Video machen über Titanfall. Über so ein Spiel, das heißt Titanfall. Vielleicht denken die meisten von euch wissen, worüber ich rede. Und ich wollte einfach so ein Meinungsvideo machen, was ich davon halte, ob ich es mir holen werde, ob ich es überhaupt hochladen werde, ob ich es, keine Ahnung, vielleicht gar nicht holen werde. Und ich lasse jetzt meine Meinung da mal. Nicht im, also ich erwähne jetzt meine Meinung nicht, aber ich denke mal, so im nächsten Video werde ich so ein Kommentar drüber machen. Und hier, heutiges Thema ist halt einfach, wieso Ghost geil ist, wieso es einfach wirklich geil ist eigentlich. Aber natürlich, jeder hat seine andere Meinung, aber ich komme jetzt erstmal ganz kurz zum Gameplay. Das Gameplay ist schon scheiße, als so 3 Wochen nach Release spielt, und zwar ist es ein SA, ja, ein SA 800, 500 plus, also 108 Kills, glaube ich, aber mit vielen Toten leider. Auf der Map Freefall mit Assault. Ich bin kurz vor der Assault-Kill gestorben. Ich weiß nicht, wie ich das Gameplay zusammenschneiden werde, weil, keine Ahnung. Ich habe ja keinen Bock, das ganze Gameplay da jetzt einfach durchzugucken, aber das war wirklich entertaining Gameplay und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, es anzugucken. Ich könnte jetzt eine richtige View-Hure sein und einfach, keine Ahnung, Deutschland-Rekord, erstes noch plus mit SA in Titel schreiben, was weiß ich, was die ganzen kleinen Lappen da nötig haben, aber ist mir eigentlich auch scheißegal, um ehrlich zu sein. Und hab das einfach nicht nötig und ja, einzig was wirklich scheiße ist über das Gameplay ist halt Freefall ist und da hat viele, dass man da halt viele Tode kassiert, es waren irgendwie 20 Tode oder sowas. Und ja, das war's eigentlich so ziemlich über das Gameplay, will da nicht mehr drüber reden. Ich denke, das meiste erklärt sich für sich und manche Leute juckt Ghost eh nicht, deswegen brauche ich nicht drüber zu reden. Kommen wir erstmal hier zur ersten Sache. Also, ich werde auch so ein paar keine negative Punkte ansprechen, die wirklich abfucken Ghost, aber wirklich der Großteil davon ist einfach nur geil von Ghost. Kommen wir erstmal zur besten Sache. Die Hit Detection in dem Spiel ist besser denn je. Wie die Hit Detection in allen anderen Spielen war scheiße, die war scheiße, Mann, die wirklich, die war scheiße. So, das war so eine 50-50-Chance, als ob irgendwer so einen Würfel hat, der würfelt und dann sagt er, ah, so viele Kugeln kommen an, der Rest nicht. Das ist scheiße gewesen. MW2 hatte noch gute Hit Detection, das hat noch gute, ja? Aber die Connection war einfach nur scheiße. Die Connection war scheiße, 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 bis zum geht nicht mehr. Und jetzt die Connection ist echt scheiße. Und in Black Ops 1 ist Host so krass gut. Wirklich in jedem COD ist Host so krass gut, bis auf MW3. Das ist echt scheiße, weil habt ihr gar keinen Vorteil mit Host. Ich glaube sogar, ich habe einen Nachteil irgendwie, ich bin grad auch nicht. Und ein Ghost, der Host-Vorteil jetzt nicht so krass. Wirklich Black Ops 2, MW2 und Black Ops 1 sind echt nur Host. Wirklich sind nur Host. Wenn ihr einmal Host kriegt, das Ende. Gib mir Host und das Ende, Alter. Und ich kann mit einer scheiß 16k fast die Host ziehen. Aber ich will jetzt nicht über Connection Frame oder sowas, sondern ich meine einfach nur, Hit Detection ist einfach nur richtig geil. Wisst ihr wieso? Weil die Theatermodus rausgenommen haben. Jetzt denken wahrscheinlich manche, hä, was hat das damit zu tun? Aber glaubt mir, es liegt daran. Das haben die auch selber gesagt, also, das ist keine Spekulation oder so. Ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert, wieso das damit zu tun hat, aber es ist einfach so. Die Hit Detection und die Connection sind geil. Natürlich gibt's Lobbys, wo es nicht so gut ist, aber es liegt einfach an dem Host, wenn der, keine Ahnung, eine thailändische Bambusleitung hat. Keine Ahnung, was für ein Download und Upload, dann kann sein, dass das ein bisschen rumleckt, aber das liegt dann an ihm, nicht an Ghost selber. Kommen wir zum nächsten Punkt. Fast alle Assault Rifles sind ausgeglichen untereinander. Dasselbe mit den SMGs. Jetzt kommen wir zum ersten Punkt. Jetzt denken wahrscheinlich manche Leute, hä? SMGs ist doch kompletter Scheiß wirklich zu den Assault Rifles. Sind sie auch? Das ist ein kleiner negativer Punkt. Oder ein. Obwohl, sind sie scheiße und sich einfach an den Maps zu größten, dass sie halt die Maps zu groß sind. Aber die Assault Rifles sind auch besser als die SMGs, aber die SMGs untereinander verglichen sind gut. Alle fast ungefähr gleich gut, bis auf diese CBJ, die ist jetzt nicht so gut. Dasselbe mit den Assault Rifles, sind alle extrem gut. Man kann eigentlich alle mit allen Assault Rifles nur Plus machen, Double Cam oder eigentlich auch Triple Cam, was weiß ich. Eins, was jetzt auch nicht so gut ist bei den Assault Rifles, die AX, so die Maverick, Honey Badger, Remington, die sind alle krass, die sind alle gut. Die sind wirklich alle krass, mit denen könnt ihr alle spielen. Aber wenn ihr keine Hände habt, dann schiebt es natürlich aufs Spiel, wenn ihr scheiße seid. Ich meine, ist ja normal, ne? Wenn man nichts gebacken kriegt, dann ist immer das Spiel schuld. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, was einfach geil ist. Die Streaks sind nicht zu stark, also nicht so wie in Black Ops 2. Wir müssen einfach nur einmal Swarm erreichen, der baut auf die nächste Streak auf und bam, habt ihr schon den nächsten Reset. Das ist alles nur Glücksprinzip und einfach nur alles Streak-Arbeit. Ich habe das eigentlich gemocht bei Black Ops 2, aber das war mir am Ende zu random einfach. Oh, Entschuldigung. Wenn die Leute rausgehen, habt ihr 0 Kills mit dem Swarm. Wenn die Leute drin bleiben, habt ihr einfach mal 30, 40 Kills mit dem Swarm. Also damals, bevor die gepatcht haben. Jetzt habt ihr vielleicht so 20, 25 Kills maximal. Oder 30 Kills. Allerhöchstens, wenn es hochkommt. Aber das ist einfach zu random gewesen. Was noch ein geiler Punkt ist, es kriegt nicht jeder Gameplays hin. Das ist der größte Punkt eigentlich. Weil einfach mal ein bisschen mehr Skill gebraucht wird, als einfach nur die ganze Zeit mit dem
mit der AN94 und C4 um zu rennen, Multiteam, und einfach nur auf dem Reset zu geiern, das wie mal nach Zahlen. Wir müssen einfach nur auf die Minimap gucken, Ende ist. Wir brauchen mal ein bisschen mehr Skill. Eins, was wirklich abfucken groß, kann ich wirklich nur sagen, ist halt, dass die Maps zu groß sind, dass man quasi 500 bzw. 400 Euro aus dem Fenster schmeißen muss, in Anführungsstrichen, um halt Groundfall zu spielen, was ich glaube ich auch noch tun werde, weil ich werde mir glaube ich die Xbox One holen. Aber es dauert auch noch und ich hoffe, ich krieg sie bald, dann kann ich da schön auf Ground 100 plus gehen für die Serie. Aber naja, egal, das ist eigentlich der einzig negative Punkt in dem Spiel, ganz im Ernst. Kann ich, das Einzige, was ich sagen kann. Einzig negativer Punkt. Und ich hoffe, das Gameplay kommt, hat euch gefallen, war jetzt ein bisschen ruckelig, aber ich denke mal, jeder von euch hat eine eigene Meinung, also falls ihr Ghost nicht mögt, ist klar, ist eure Meinung. Aber an sich ist es geil, ganz im Ernst. Wenn ihr sagt, irgendwie die Maps sind zu groß, verstehe ich. Das verstehe ich. Aber wenn irgendwie einer kommt, ja, die Maps sind zu groß und er hat noch nichts gerissen, das ist eine Ausrede, weil er nichts kann. Das ist einfach eine Ausrede. Dann sagt er einfach Ghost ist scheiße, weil er hat einfach nichts gebacken kriegt und zockt deswegen Black Ops 2. Und früher haben alle Black Ops 2 gehatet, jetzt wo Ghost aus ist, lieben es alle plötzlich. Das ist sicherlich wirklich. Aber egal, hab genug geflamed, was er geflamed. Einfach hier genug gelabert. Und ja, bewerten kommt hier nicht vergessen. Und morgen kommt gleich wieder ein Mr. 100 Plus in Black Ops 2. Und ja, haut rein.